Hallo Leute, ich bin gerade vom Flohmarkt zurück, wie ihr sehen konntet. Hab eine Menge Autos gefunden, insgesamt ich glaube 60 Stück und ja, alles so von 50 Cent bis 1,50 Euro ungefähr, kann man sagen. Es ist ein bunter Mix dabei, Hot Wheels, Matchbox, Valley, China-Modelle. Ja, da würde ich doch einfach mal sagen, lass uns direkt mal starten. Den Anfang macht dieser schöne Mercedes 500 SEC von Gusfall, keine Ahnung. Vielleicht weiß einer und kennt einer diese Marke. Ja, ein schicker blauer. Bisschen liebevoll behandelt. Dann sieht er wieder schick aus. Ja, schicker blauer. 500 SEC von Gusswall, wenn ich richtig gelesen habe. So, machen wir direkt weiter mit einem MacToys Mercedes. Der fällt mir natürlich auch noch in der Sammlung. In dieser Farbe habe ich ihn nämlich noch gar nicht. Das ist ein, ja, keine Ahnung, 500er, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall ein schöner Mercedes. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Bisschen aufhübschen noch. Dann haben wir hier von Maisto einen schönen Mercedes CLK, nee, SLK, wie auch immer, wie ist es, wie heißt er? CLK GTR steht unten drauf. Dieses schöne Stückchen hier. Auch ein richtig schöner Benz. Ja, der wird auf jeden Fall schick neu gemacht. Schön in Silber wieder neu lackiert. Ja, dann haben wir gefunden einen Wrecker Truck oder Wreck Truck von Matchbox Superfast, den habe ich noch nicht. So ein ähnliches Modell habe ich zwar. Leider fehlen hier die Abschlepphaken, aber halb so wild. Der sieht noch richtig gut aus. Im richtig guten Zustand. Ja, natürlich sauber gemacht werden die Autos von mir noch, das ist ganz klar. Die wandern noch ins Schwimmbad oder eher gesagt ins Bad mit Seife. Wir werden da so ein, zwei Stündchen drin liegen gelassen. Weil sie sind doch ziemlich schmutzig, manche. Ja, der ist natürlich allerdings vom Lack her noch richtig schön, würde ich sagen. Er hat so gut wie keine Farbabplatzer. Und für 50 Cent kann man nichts verkehrt machen. Hier haben wir von, keine Ahnung, doch Maisto, BMW 850i. In Schwarz. Ja, ist auch schicker Wagen. Räder neu machen. Dann sieht der Wagen auch wieder schick aus. Allerdings hier und da schon leicht angegriffen vom Lack her. Vielleicht lackiere ich den noch um. Oder ich lasse den einfach so in meiner Sammlung. Dann haben wir hier einen gelben Jaguar von ADAC Straßenbach. Wer sich noch daran erinnern kann, es gab damals in den 90ern so eine Pakete. So eine Pax, wo Autos und Hubschrauber und so drin waren. Da gab es da Polizei, Notarzt, Feuerwehr, ADAC, Autotransporter und. Und aus dieser Serie wird auch dieses Auto sein, aus diesen Dingern. So, dann haben wir hier von MacToys noch einmal einen Jaguar. Den hatte ich nämlich schon mal in der Farbe. Im selben Zustand. Ja. Dieser hier, den habe ich schon entlackt in meiner Custom-Kiste liegen. Den wollte ich mir nämlich neu machen. Und diesen Wagen hier, der bleibt natürlich so. Ne? Jaguar geht immer. So, dann haben wir hier ein älteres Matchbox. Ja, so einen habe ich hier auch in meiner Sammlung. In Weiß. Ich suche noch den in Gelb und Grün. Park Ranger oder wie der heißt. Und dieser hier ist vom Holiday Club. Jeep Cherokee, glaube ich, ist es, oder? Jeep Cherokee, genau, von Matchbox. Altes Modell aus den 80ern, 90ern, wie auch immer. Ja, die Scheibe vorne natürlich, ne, stark gebraucht. Auch so vom Lack her stark gebraucht. Aber das ist egal, der wandert so in meine Kiste. Dann haben wir hier ein etwas älteres Matchbox-Modell. Ein Wildlife Truck mit
Drehscheibe hinten, wenn man so fährt, wenn man vielleicht sieht, ja, wie ihr sehen könnt, hinten die Drehscheibe, da ist ein Tier drauf und dann ist hier eigentlich so eine Plastikabdeckung drüber. Ne, mal gucken, ob ich das noch irgendwo herkriege, dann könnte ich diesen Wagen restaurieren. Man sieht auch Ranger, der musste unbedingt mit. Der Mann, von dem ich diese Autos habe, auf dem Flohmarkt, der hatte eine Riesenkiste da und die war randvoll. Und so viele Autos konnte ich leider nicht mitnehmen. Hätte ich gern gemacht, aber so viel Geld hatte ich jetzt auch nicht dabei. Jo, dann haben wir hier einen etwas äußerlich, ja, würde ich sagen, gepimpten Ferrari von Hot Wheels. Wie man sieht, irgendeiner hat sich da mal dran ausgelassen mit rotem Edding. Ja, aber es macht nichts. Diesen Wagen habe ich in gutem Zustand in meiner Kiste, also in meinem Koffer, in meiner Sammlung. Da kann ich diesen Wagen hier umlackieren. Würde ich mal sagen. Ja, schicker Ferrari von Hot Wheels mit Metallboden. Dann haben wir hier zweimal einen Renault 17 TL Made in England von Matchbox Superfast. Türen kann man aufmachen, ja, bei beiden Modellen, wie man sieht. Beide Modelle sind auch noch gut erhalten. Ja, gut. Der hier, der hat einen Riss in der Heckscheibe, der andere auch, wie auch immer. Macht aber nichts. Bleiben so die Heckscheiben. Ja, wie gesagt, zwei Stück davon gefunden in einer und derselben Kiste. Habe ich mir gedacht, nimmst du, wie ihr hören könnt, Federung ist auch noch gut. So, habe ich mir gedacht, nimmst du die einfach mit. Dann haben wir hier ein Made in China Auto, einen Mazda RX-7 von China, aus China. Ja, Turbo steht drauf, in weiß und einmal in babyblau türkis. Hier unten steht dann RX-7, da oben. Beides China-Ware, beides schicke Autos. Und gut, der hat einen kleinen Riss in der Frontscheibe, aber das ist nicht wirklich auffällig. So, das war mein Handy. Ich stelle mal gerade mein Handy leiser. So, Moment. So, Handy ist leise gestellt. So, dann haben wir hier einen alten Hot Wheels Crack-Up. Da fehlt leider vorne die Motorhaube, sonst könnte man den Wagen wieder schick machen. Der eine oder andere kennt die vielleicht, wenn man irgendwo gegenfährt, dann boom, hat man ein kaputtes Auto. Und dann kann man das wieder zurückklappen und schon hat man wieder ein heiles Auto. Dann kann man wieder irgendwo gegenfahren und boom, kaputt. Gibt es natürlich auch mit Heck und mit Seitenaufprall. Spaß, wie auch immer. Ja, ein altes Hot Wheels Malaysia Auto. Ja, damals kamen die Hot Wheels noch aus Malaysia. So, dann hätten wir hier das nächste Auto, einen schicken McLaren von Siku, die 1328 Made in West Germany, 8 Zylinder, 750 PS, 320 Spitze. Dieses Auto. Wie man sieht, ja, die Scheibe vorne ist nicht mehr die beste. Kann man aber ersetzen. Den Wagen kann man schön neu lackieren. Die Räder, ja, müssen wir mal gucken, ob es noch eine Räder noch irgendwo gibt. Ja, einmal den und einmal eine Matchbox. Hightailer oder wie auch immer. Matchbox Superfast. Dieses schöne Stückchen. Sogar noch mit Fahrer. Den könnte man farblich wieder schön machen, aber der Wagen braucht unbedingt ein Bad. Der ist, weiß nicht was das ist, irgendein altes Spinnnetz oder Nest, wie auch immer. Oder irgendein Insekt oder so, keine Ahnung. Lebt auf jeden Fall nicht mehr. Aber ein altes Matchbox-Auto. Wie man sieht, Federung ist noch vorhanden. Ja, zum größten Teil. So, dann haben wir von Siku einen schicken Polizei T4, glaube ich, ist es T4, T5, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus mit den neueren T4T Modellen.
Wir haben leider hier keine Blaulichter mehr, aber das ist nicht so wild. Sico-Auto, den kann man schön umbauen zu einem normalen Bus, was ich wahrscheinlich auch machen werde, weil die Räder sind einfach noch super gut erhalten. Schön weiß, die kann man so lassen. Ja, vielleicht hier und da an ein oder anderen Stelle nachmalen. Oder halt andere Räder einbauen, normale Real Rider Modelle. Hier kann man sehen, Sico, das ist die Sico 0820, 0824, 0825. Also stehen drei Nummern da, man kann sie erkennen. Genau. Dann haben wir hier ein schickes älteres Modell von Matchbox. Den hat der Steffen auch, auch in gutem Zustand. Grüße gehen raus an dich, Steffen. Wollte ich immer gerne haben. Jetzt habe ich endlich einen gefunden auf dem Trödelmarkt. Und zwar diesen Ford Probe. Eigentlich zu schade, um den Wagen neu zu lackieren. Aber auf der anderen Art und Weise, das versuche ich nur abzumachen, das, was auch immer das darstellen soll, das F auf dem Dach. Die Scheiben versuche ich wieder ein bisschen klarer zu machen. Ja, genau. Kann man nochmal sehen von Matchbox. Richtig schickes Auto. Ein Ford Probe habe ich noch gar nicht in meiner Ford-Sammlung. Dann kommen wir hier zu einem Matchbox Ferrari Testarossa. Ja, made in Macau. Auch noch eigentlich gut erhalten. Ja, hier und da natürlich klar, Farbabplatzer lässt sich nicht vermeiden. Scheiben auch, ja, gehen so. Räder sind aber noch gut und vor allen Dingen auch da und dran. Scheiben nicht kaputt, kann man eigentlich nicht meckern. Dann kommen wir hier wieder zu einem Hot Wheels aus Malaysia. Was für ein Modell das ist, weiß ich jetzt nicht. Ich könnte sein, dass das vielleicht sogar ein Farbwechsler ist. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich meine, so einen gab es mal als Farbwechsler. Fand ich cool. Mit den alten Black Walls. Ja. Ja, wie man hört. Räder lassen sich auch kaum noch richtig ohne Quietschen drehen. Ja, ich denke mal, dass die Achse angerostet ist. Ja, mal gucken. Vielleicht restauriere ich den Wagen. Schauen wir einfach mal. So, dann haben wir hier von Made in China, auch eine weltbekannte Marke, einen, was ist es? Ja, ich tippe mal auf einen Honda Civic, Honda Accord oder so. In Gelb. Von Valley könnte ich mir gut vorstellen, weil, so ein Auto habe ich glaube ich noch nicht hier stehen, wegen den Rädern. Aber der Wagen ist noch richtig gut erhalten. Der hat so gut wie nichts an Farbabplatzern. Und der musste einfach mit. Das erinnert mich ziemlich an Police Academy, wo der Hightower das Autofahren gelernt hat, wo sie die beiden Vordersitze rausgerissen haben. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte ein Honda Civic oder ein Honda Accord sein. Eins von beiden. Gehe ich mal von aus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann kommen wir hier wieder zu einem Mercedes von Matchbox aus dem Jahr 99. Türen lassen sich leider nicht öffnen, aber bisschen sauber gemacht, trocken gemacht. Kann man das Dach öffnen? Nee, das Dach kann man auch nicht öffnen, schade. Ja, die Felgen, naja, ziemlich angegriffen schon. Aber wenn er sauber ist, kommt er so in meine Mercedes-Ecke. Genau. Dann haben wir hier einen, ja, ich tippe auf einen Pontiac Fiero oder wie auch immer. Gehe ich mal stark von aus. Dieses schöne Stückchen hier. Turbo First. Ja, ich schätze mal, das ist ein Pontiac Fiero oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas Amerikanisches. So, dann haben wir wieder einen Mercedes von McToy. Oder McToys. Ne, das ist sogar ein Volvo, Entschuldigung. Volvo 67 GLE von McToys. So, wie komme ich auf Mercedes? Ja, Volvo. In einer schicken Farbe. Ja, natürlich auch schon hier und da Lackabplatzer dran. Ganz klar. Aber so noch richtig gut erhalten.
Kann man also im Prinzip nicht meckern. Kommt in meine Volvo-Ecke. Ja, ich habe eine kleine Volvo-Ecke. Und ja, ich habe auch eine kleine Zitrönen-Ecke und so. Jo, hier kommen wir jetzt zu einem Valley Mercedes-Benz 190 SL von 1955. So ein Auto habe ich dem Steffen mal zugeschickt. Der Steffen hat sich aus so einem Auto einen Hot Rod gebaut. Gerne mal auf seinen Kanal, Steffen Bose. Ich verlinke euch den nochmal unten. Aber der ein oder andere kennt den Kanal ja schon. Und gerne auch mal sein Hot Rod Video angucken. Ja, ich habe ihn jetzt in Silber. Und ich finde ihn so mega. Für 50 Cent. Gut, hinten das Rad ist ein bisschen eingedrückt. Man kann was draus machen. Aber der wandert so in meine Mercedes-Ecke. So wie er steht. Hier. Oder in meiner Hand ist. Richtig schickes Mercedes-Modell. Dann haben wir hier ein Matchbox Lotus Europa. Habe ich mir vorgenommen, diesem Wagen eine neue Farbe zu geben. Die Räder wieder aufzuhübschen. Ja. Scheiben sind heil. Türen gehen auch auf. Beide. Und wie man sieht, natürlich Farbabplatzer ohne Ende. Und natürlich wird ja hier die Anhängerkupplung, die wird wegkommen. Ganz ehrlich, weil wir brauchen einen Sportwagen mit Anhängerkupplung. Zeigt mir denjenigen mal. So, hier kommen wir zu einem Made in China Auto. Ein Alfa Romeo 155 DTM. Leider ohne Heckspoiler. Aber das macht nichts. Ja, Old Spice, keine Ahnung, Series 500, die Räder sind schon cool. Gott sei Dank hat der keine Anhängerkupplung. Leider fehlt der Spoiler, aber sonst ein richtig schickes Modell. Ich suche den roten 155er von Hot Wheels aus der Boulevard-Serie, glaube ich, ist der. Den suche ich sogar noch. Mal gucken, ob ich den finde. So, hier kommen wir jetzt mal zu einem Majorette-Modell, Nummer 237 in 1:56, Lamborghini Countach, absolut geiler Traum-Lamborghini, ja, hier hinten, das kann man glaube ich nicht öffnen, nee, hinten ist zu, schade eigentlich, aber ansonsten, so einen habe ich schon mal vom werten Steffen, von unserem Drunken Diecast Master, Grüße gehen raus an dich, bekommen. Und dieser Wagen, der hat nicht diese dicken Schlappen drauf, sondern die dünnen Räder. Aber auch einfach nur ein geiles Auto. Eigentlich zu schade, um den neu zu lackieren. Aber auf der anderen Art und Weise würde der natürlich wieder schick aussehen. Ja, dann haben wir hier ein Matchbox Lamborghini Countach. Den hatte ich mal in Gelb, den habe ich damals verschenkt an einen Sammler aus Köln, an einen Sammlerkollegen, der leider nicht mehr sammelt. Schade eigentlich. Er hat auch keine Autos, ich konnte quasi auch keine Autos von ihm zurückkaufen oder, weil er die alle schon verkauft hatte, aber ist nicht so schlimm. Hier, die Heckklappe ist leider etwas schräg, kann man richten, das heißt, das Fahrzeug wird von mir wieder neu lackiert werden. Hier hinten Motorhaube wieder richten und dann passt das schon, würde ich sagen. Ja, Lamborghini Countach von Matchbox. Und als wenn das nicht genug wäre, haben wir hier nochmal einen Lamborghini Countach von Matchbox. Aber ein etwas anderes Modell. Auch ein schickes Auto, kann man nicht meckern. Aber leider Plastikboden. Schade drum. Aber ist egal. Der hat die alten Räder, die auch der Dingens hat hier. Der Probe. Ja, auch ein schöner Countach. Dann haben wir hier zweimal ein Made in China Modell. Da steht nur 676 unten auf dem Boden. Ich tippe mal auf einen alten Porsche. Alter, ja doch, müsste ein alter Porsche sein. Oder ein alter Ferrari. Und zwar dieses Modell. Mit der 12 drauf. Beide bekommen. Beide ohne Armaturenbrett. Aber halb so wild.
Vielleicht kann ich mir das ein oder andere Armaturenbrett ja basteln. Das wäre natürlich geil. Ich bastel mir ein Armaturenbrett für ein oder andere Auto. Und dann, ja, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, zweimal derselbe Wagen. Zufällig habe ich erst zu Hause gemerkt, dass ich zweimal den gleichen Wagen gekauft habe. Aber ist egal, ich finde den cool. Dann haben wir einen Matchbox Porsche 959 in einem schönen Farbton. Ja, in so einem Flieder. Keine Ahnung, Flieder, ganz helles Lila. 959. Der ist eigentlich auch eigentlich zu schade zum Lackieren. Aber vielleicht lackiere ich den noch neu. Hier sieht man auch Matchbox, kann man sehen. Wie ist das mit der Federung? Ja, geht so. Dann haben wir hier, ich denke mal auch wieder ein China-Fahrzeug. Den habe ich aber, glaube ich, allerdings schon. Diesen Mercedes. Das heißt, ich könnte eventuell den Wagen umlackieren. Kommt drauf an, welcher von beiden halt schlechterer ist im Zustand. Schlechterer im Zustand ist, genau. Schlechter im Zustand ist. Ja, muss ich mal schauen. Aber ansonsten, coole Sache. Dann haben wir hier von Matchbox, den habe ich allerdings auch schon in einem besseren Zustand. Citroën CX von Matchbox, wie gesagt. In Blau. Den habe ich in Blau und in Gelb. Hinten kann man schön aufmachen. Geht aber allerdings zu, also ne, Anhängerkupplung. Natürlich schön gelbe Inneneinrichtung, ist ganz klar, muss man haben. Ja, den werde ich, denke ich, mal wieder schön neu restaurieren. Genau. Dann haben wir hier von MacToys einen Suzuki Samurai. Absolut ein geiles Auto. So einen hätte ich damals auch haben können, wo ich einen Führerschein gemacht habe. Und, aber leider hat es nicht geklappt, weil der Unterboden da schon durchgerostet war. Musste der Wagen leider verschrottet werden. Das wäre mein erstes Auto geworden fast. Das wäre natürlich richtig cool gewesen. Na? Ich bin schon am gucken. Vielleicht finde ich mal irgendwann so einen in Wirklichkeit. Da kaufe ich mir den, wenn der nicht so teuer ist. Ja, hier sieht man auch. Den kann man sich auf jeden Fall wieder schön herrichten. So, was haben wir denn dann hier? Made in China. Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer. Auch mega geiles Auto. Ich schätze mal auch wieder von MacToys, Wellies, ja, sieht man natürlich wieder nichts. In Silber, sieht noch richtig gut aus, bleibt auch so. Ja, genau. Der bleibt so, wie er ist. Federung ist auch noch gut. So, dann haben wir hier ein Siku-Modell von einem Sprinter. 0804, 0805 steht unten drauf die Nummer. Ja, wer meine Rostautos kennt, weiß, dass ich so einen als Notarzt mal gerostet habe, kann man sagen. Oder verrostet habe. Der ist natürlich, ja, wie soll man sagen, auch in einem Zustand, der eigentlich lackiert werden müsste. Aber ich denke mal, der bleibt eher so, würde ich sagen. Ja, jetzt ist alles dran, alle Scheiben dran. Dann haben wir hier ein Hot Wheels. Hot Wheels aus Hongkong. Fire Eater heißt er. Und so sieht er aus. Der eine oder andere kennt den wahrscheinlich. Ja, der muss da natürlich mit, ne? Ganz klar. Kommt so in meine Sammlung rein. Dann haben wir hier den nächsten Hot Wheels. Hot Wheels 355 Challenge. F355 Challenge steht unten drauf, wie man sehen kann. Challenge. Wie auch immer, ist auf jeden Fall ein Ferrari. Ohne Spoiler hinten, so wie es aussieht. Aber ist nicht so wild. Ne? Die Löcher werden zugemacht. Und dann fällt das gar nicht auf, dass da ein Spoiler fehlt. Dann haben wir einen schönen Ferrari F355. Genau. Den habe ich nämlich auch schon in Rot.
im besseren Zustand, deswegen kann der umlackiert werden. So, was haben wir denn dann hier? Hier haben wir ein Chevrolet, made in Hong Kong, also auch in China eigentlich. Rechtslenker, Ambulanz. Da würde mir was einfallen. Wenn einer kennt, auf dem Highway ist die Hölle los mit Burt Reynolds, ja, könnte man schön zu diesen Ambulanzwagen machen. Oder umlackieren als Wohnmobil oder so. Oder Lieferwagen. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall da Chevrolet aus Hongkong. Dann haben wir hier einen schicken roten, genau denselben von Valley. Made in China steht da. Hier nochmal dasselbe Modell. Ja. Steht auch noch richtig gut da. Hat keine Inneneinrichtung. Aber warum soll er auch eine Inneneinrichtung haben? Die sieht man ja eh nicht bei den dunklen Scheiben. Ja. Auch aus so einem Pack, den es damals in den 90ern gab. In Aldi gab es, das weiß ich noch. So, ich glaube, das ist hier zweimal derselbe, oder? Kann das sein? Nee, ist nicht zweimal derselbe. Von Joy City. Und der andere ist von Joy City. Man kann so unten aufschrauben, das ist gut. Einen Mercedes. Ja, ohne Radkappen. Wie auch immer. Sieht noch richtig gut aus. Mal gucken, ob man da eventuell Räder andere drauf machen kann oder die Räder so lassen. Aber sieht auch mit den Rädern kacke aus. So, und hier haben wir ein Mercedes-Benz S-Klasse und das war gerade eine C-Klasse, die blaue. Jetzt kommt eine schwarze S-Klasse. W220, glaube ich, heißt der. Das ist noch so der Traum meiner S-Klasse. Ja, ich finde den als mega geiler S-Klasse. Ja, wie gesagt, mein Traum als S-Klasse. In Schwarz könnte man neu lackieren. Vielleicht werde ich das auch machen. So, jetzt haben wir noch einen Majorette Aston Martin DB7. Wo natürlich auch, ja, Rechtslenker ist. Klar, als englisches Fahrzeug muss. Und wo die Türen aufgehen. In einem schönen Blau. Vielleicht lackiere ich den um in ein schönes Silber oder in ein schönes Dunkelgrün. Einfach mal schauen. Die Räder sind noch gut. Scheiben sind dran. Die Scheiben sind auch soweit noch gut in Ordnung, finde ich. Ja, da könnte man prima ein Fahrzeug neu lackieren mit. Also dieses Fahrzeug neu lackieren. So, jetzt kommen wir mal wieder zu einem Hot Wheels, zu einem Dodge Power Wagon. Den habe ich gefunden. Der ist auch noch richtig gut. Klar, Plastikräder. Aber Dodge Power Wagon, da waren wir letztens im Livestream von mir. Ich weiß nicht, wer es war. Crockett, glaube ich. Der Crockett Miami. Der hieß ja noch Crockett Miami Weiß. Jetzt heißt er, glaube ich, Crockett's Hobby-Kanal oder so. Hatte mir den von Simon & Simon gezeigt als Premium-Modell. Und jetzt halte ich so einen als Mainliner-Modell in den Händen. Ist natürlich richtig cool mit der 70 an der Seite. Hat natürlich nur auf der Seite die 70 und hier den Dodge. Aber auf beiden Seiten steht Power Wagon. Das Ding ist cool, der geht auch so in meine Sammlung. Ja. Dann haben wir hier wieder einen Hot Wheels. Jetzt habe ich ihn auch endlich wieder in Rot. Auch noch richtig gut erhalten von Hot Wheels. Einen MX-5 mit Nummernschild. Den gab es damals, das ist schon ein etwas älteres Modell. Von, was steht unten drauf, 2018, also 2019 kann man sagen. Der hat auch noch die älteren Räder drauf, wie man sieht. Ja, ansonsten richtig gutes Modell. Da ich die Dinger jetzt auch wieder anfange zu sammeln. So, dann haben wir hier von Majorette ein Pompier. Nur der eine oder andere fragt sich, was ist ein Pompier? Nicht zu verwechseln mit einem Barbier oder einem Vampir, sondern ein
Feuerwehrfahrzeug, was schon einige Einsätze gesehen hat, wie man an der Leiter sieht. Ja, nicht. Wäre natürlich wieder ein cooles Modell für einen Schrottplatz, aber auf der anderen Art, vielleicht finde ich so einen ja nochmal, dass ich dann hier die Leiter tauschen kann, wenn die in Ordnung ist. Ach, für 50 Cent habe ich gedacht, ich nehme ihn mal mit, weil vom Margaret habe ich noch gar kein Feuerwehrfahrzeug. Doch, eigentlich schon, aber nicht so ein Leiterfahrzeug. Ja, ein Pompier. Ich habe in der Küche noch ein Kastenbier, ist das selber? Nein, Spaß. So, hier haben wir Made in Macau, einen Ford Escort 1,6 Liter. Dieser schöne. Der kriegt neue Räder, habe ich mir auch geschworen. Eine neue Lackierung. Und dann ist er wieder richtig schön. Wie man hier sehen kann, da. Kein Hersteller drunter, aber ich denke mal, dass es irgendwie McToys oder sowas ist. So ein Matchbox-Vorgänger oder vielleicht sogar von Matchbox. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann haben wir hier wieder ein Match. Nee, ein Valley ist das. Ein Valley Mercedes-Benz CLK. Auch eigentlich ein schickes Auto. Kommt so in meine Mercedes-Ecke. Nachdem quasi alle Autos, die ich euch jetzt gezeigt habe und zeige, kommen natürlich schön ins Wasserbad. Ist ja klar. Und ja, der sieht auch noch gut aus. Ja, mit, naja, altersbedingten Gebrauchsspuren halt. Und kommt so in meine Sammlung. Vor allen Dingen die Farbe ist geil, finde ich. Richtig coole Mercedes-Farbe. Was haben wir hier? Einen Maisto Ferrari 250 GTO. Den habe ich auch gefunden. Der musste direkt mit, der lag oben drauf. Und hättet ihr den auch liegen gelassen? Nee, ne, glaube ich nicht. Ich glaube, ihr hättet den auch mitgenommen. Richtig schickes Modell. Und vor allen Dingen von einem Lack her noch richtig gut. Hat der Farbabplatzer? Ja, hier, aber ganz minimal. Ist ja klar, wenn er in einer Wühlkiste liegt, da, wo mein Daumen ist, da. Man sieht ihn aber kaum. Ja, von Maisto. Schicker alter GTO. Nur noch 60 Sekunden. So, dann haben wir hier ein Valley Nummer 2027 Made in China Mercedes-Benz A-Klasse. Hier könnte man auch was Schickes draus basteln, aber eigentlich sieht das Modell noch richtig gut aus. Vom Lack auch. Ich denke mal, der wird so in meine Mercedes-Sammlung kommen. Mercedes A-Klasse. Naja, ist nicht gerade das schönste Auto, aber er hat auf jeden Fall schon Kultstatus, finde ich. Ne? Jeder kennt eine A-Klasse oder auch B-Klasse. Ja. Was haben wir hier? Einen Ford Explorer von Maisto. Den könnte man wieder schön herrichten. Schön neu lackieren. Oder einfach in die Erdatmosphäre werfen, weil es ist ja ein Komet. ja. Ich denke mal, dass der eine neue Lackierung kriegen wird. Vielleicht so eine Adventure-Buddy-Karre draus machen mit Dachzelt oder so. Wäre natürlich auch geil. Das ist doch mal eine Herausforderung, so ein Dachzelt oben drauf zu machen. Oder so ein Ranger-Fahrzeug. Oder ein Polizeifahrzeug, ein amerikanisches. Könnte man auch draus machen. Dann kommen wir hier zu einem, was ist es? Einen Kinsmart. Volkswagen, Käfer, Beetle, wie auch immer. Dieses coole Ding. Lack da zwischen den ganzen Autos. Habe ich mir gedacht, coole Lackierung. Und vor allem mit, ihr hört's, Rückzugsmotor. Ist das nicht cool? Ja, der musste mit. Stoßstangen sind dran. Auch nicht kaputt. Alles daran, was dran sein muss. Türen gehen leider nicht auf. Ja, habe ich mir gedacht, nehme ich mit. Geht so in meine Sammlung. Dann haben wir hier von Valley eine Corvette ohne A-Säule. Ja, die A-Säulen fehlen beide. Habe ich mir trotzdem gedacht, nehme ich mal mit. Türen kann man sogar öffnen. Ja. Ja, mal gucken, was ich damit mache. Bleibt erstmal so in der Sammlung. Vielleicht, ja,
Mal gucken, vielleicht geht der auf meinen Schrottplatz, der übrigens immer noch nicht fertig ist im Bau. Ja, was haben wir hier? Einen Dodge Magnum Corgi. Wenn den einer kennt, in Gelb. Ja, ziemlich ramponiert vom Lack. Das Schöne ist, Motorhaube geht auf. Da sieht man auch den Motor. Dodge Magnum. Könnte man schön ein, ja, so ein Stocker oder sowas draus machen. Von Corgi. Made in Britannia. Ja, so ein Knipsding habe ich ja hier, um da ein Bohrloch vorzumachen. Und dann wird der neu lackiert. Die Räder sind noch richtig cool, die bleiben, glaube ich, drauf. Der hat wohl sehr viel Sandkasten gesehen, gehe ich mal von aus. Türen kann man leider nicht öffnen. So, was haben wir dann hier noch? Die letzten drei Fahrzeuge. Made in China. Ja. Einen 3er BMW Cabrio, 318i oder so, keine Ahnung. Ich bin mit dem Modell nicht so vertraut von BMW, aber ich glaube 318i gibt es vom Matchbox in Rot, in verschiedenen Farben, auch als Laserwheel. Und der ist eigentlich noch richtig gut. Der wäre zu schade, um den neu zu lackieren. Wird halt nur sauber gemacht. Der Wagen ist richtig gut im Schuss. So. Dann kommen wir hier zum zweitletzten Fahrzeug von Hot Wheels. Einen Ford Mustang Convertible mit zu öffnender Motorhaube, aber ohne Scheibe. Mal gucken, ob ich mir eine Scheibe nachbaue. Weißwandreifen, ist auf jeden Fall auch schon ein älteres Modell. Ja, den habe ich gefunden. Ich dachte, komm, der muss mit. Der ist, glaube ich, auch nicht mehr allzu billig im Internet zu finden. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier einen MacToys VW Golf GTI von ADAC mit Leuchten. Ich habe mal geguckt, weil hier hinten war er offen gewesen. Die Seite hat rausgeguckt und hier drin sind Kabeleien. Ich denke mal, dass man hier das Auto irgendwie mit einer kleinen Batterie ausstattet. Aber wenn man dann gedrückt hat, den runtergedrückt hat, haben hier oben die Lampen geleuchtet. Gehe ich mal von aus. Sah auf jeden Fall so aus, weil wo sollen sonst Kabel da drin sein, ne? Ja, schöner Golf GTI. Und ja, das war's gewesen. Das ist meine Flohmarktausbeute. Insgesamt 60 Fahrzeuge hatte ich gezählt. Ja. In 2 Wochen bin ich wieder auf dem Flohmarkt. Mal gucken, was ich dann finde. Und ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Das war's gewesen und ja, wie schon gesagt, danke fürs dabei gewesen sein und bis bald. Euer Manu. Ciao.